Ja, da haben wir mal den Christian Henn. Ja, wir sind jetzt in die Kabine in Gang gegangen, weil draußen wird es dann zu kalt, weil das Interview mit dem Trainer hat ein bisschen länger gedauert. Christian, ich glaube, du bist zum ersten Mal vor unserem Mikrofon heute. Und das hat auch jetzt einen ganz besonderen Grund, denn du hast ein herrliches Tor hier geschossen. Und sag uns doch mal, warum du dich so wahnsinnig darüber gefreut hast. Ja, wie gesagt, es war das erste Tor für die FKP. Klar, man ist glücklich, dass der Druck ein bisschen abgefallen ist durchs Tor, aber noch mehr freut mich heute natürlich die Leistung von der Mannschaft und das 4-0 gegen Hauenstein im Derby ist umso wichtiger halt für uns. Es waren hochmotivierte Hauensteiner hier im Derby, die kommen da immer mit 100%. Das hat man auch gesehen, die haben auch nach dem 2-0 noch nicht aufgegeben, haben versucht, das spielerisch zu lösen. Aber der FKP hat einen großen Willen heute gezeigt und du zeigst auch immer einen großen Willen, denn du bekommst, wenn ich mir das anschaue, immer auf die grünen Füße. Es ist irgendwie mag nicht an deinem Deo liegen oder irgendwie, aber du kriegst immer auf die Haken gehauen. Ja, das war letzte Saison auch schon so. Ich bin eigentlich recht oft gefoult worden und ja, das denke ich auch so Qualität dann vorne vielleicht die Freistöße raushole und ja, der Trainer hat mich halt zum FKP geholt, denke ich nicht wie meine Torjägerqualität. Die hat der Xavier bei uns und ja, ich versuche einfach jedes Spiel alles zu geben und mich in den Dienst von der Mannschaft zu stellen danach. Viele Leute mögen das auch vielleicht missverstehen. Im letzten Mal kam eine Kritik, bei uns würde zu viel durch die Mitte gespielt. Der Trainer hat dann gesagt, auch wir haben eigentlich so einen direkten Außen auf der Position nicht. Die denken vielleicht, du seist ein fertiger Linksaußen. Dem ist ja nicht so. Du bist zwar ein Stürmer, aber kein reiner Linksaußen. Das ist richtig. Ich denke, ich bin Rechtsfuß. Ist recht ungewöhnlich, dass man auf links spielt. Aber gerade heute beim Tor konnte ich dann meine rechte Fuß ausspielen. Ich bin in die Mitte gezogen, habe mir dann mal gedacht, hau ich mal drauf. Die Kollegen haben im Training schon gesagt, schießen öfter. Ich mal gerade Aydin hat immer wieder gesagt, hau das Ding mal drauf. Und ja, heute habe ich einfach mal alles zusammengegriffen und das Ding mal drauf gezogen. Ja, man hat schon gesehen, wie du angesetzt hast, an dem Gegenspieler vorbeizusehen, dass eben ein Tor fällt. Es hat irgendwie in der Luft gelegen. Eben haut er das Ding rein, sagen wir die Ansicht. Wie sieht denn das aus? Ist jetzt vielleicht der Knoten geplatzt in der Mannschaft? Jetzt nicht bei dir. Bei dir sowieso durch das Tor, denke ich. 4-0 gewonnen. Das wird sich dann zeigen, ob der Knoten geplatzt ist. Ich denke, es tut einfach mal alle gut, dass wir heute im Derby jetzt gegen Hauenstein gewonnen haben. Der Mannschaft tut das gut. Das gibt Selbstvertrauen für die nächste Woche. Im Verein tut das gut und ja, wir haben jetzt mal, denke ich, wir wollen einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Der Trainerstab, die ganze verantwortliche Vorstand, die reißen sich sprichwörtlich der Arsch auf für uns. Und ja, heute konnten wir einfach mal was zurückgeben und jetzt heißt es nächstes Wochenende weiter. Es gibt nochmal 3 Punkte und die wollen wir holen. Sollen wir auch mal die Zuschauer nicht unterschlagen, dass man da auch was zurückgibt? Es waren fast 1000 Zuschauer heute hier. Und Kopf hoch, denke ich mal, und mit stolzer Brust nach Wirges zu fahren, da haben wir immer gut ausgesehen und da können wir ja 3 Punkte holen. Wie gehst du damit um? Jetzt ist der lange verletzte Thomas Fest wieder im Kader zurück, der ist ja auch 2-mal eingewechselt worden. Macht es dir Druck oder freut dich das, dass wir da noch eine Alternative haben? Absolut, der Tommy ist eine super Alternative, der könnte genauso gut von Anfang an spielen. Wir brauchen einen breiter Kader, den haben wir. Die Saison ist noch lang, das hat man letztes Jahr auch bei uns in Ida gesehen. Immer wieder gibt es Verletzte und man kann sich über die Qualität bei uns im Kader freuen. Und klar, Druck belebt das Geschäft, sag ich mal. Man muss noch im Training noch mehr Gas geben und ja, es macht Spaß. Ja, vielleicht kommt ja dann die Situation, dass wir einen starken Kader haben, der zur Meisterschaft auch dann reicht. Wir haben ja gesagt, vielleicht sind alle Positionen bei uns doppelt besetzt. Und die Besten, die im Training halt die Besten sind, die bieten sich dann an, in die Startformation zu kommen. Und wir gehen Brust raus und Kopf hoch nach Wirges und du wirst dann wieder ein Tor machen, denke ich. Dankeschön, Christian. Schönes Wochenende. Danke. Ciao.